So, hier ist der Bremshebel. Der Bremshebel ist ein bisschen anders befestigt wie der Kupplungshebel. Hier oben ist ein Schlitz für eine Schlitzschraube. Wenn wir das Ganze mal andersrum einschlagen und runter gucken, sehen wir Platz für eine 10er Nuss. So. Natürlich wieder erst nach links einschlagen, so haben wir mehr Platz zum Arbeiten. Jetzt kann ich anfangen, die 10er Nuss unten zu lösen. Jetzt ist sie quasi schon losgeschraubt. Der Schlitz oben auf der Schraube ist dafür da, dass man gegenhalten kann. Das Ganze ist schon losgeschraubt. Jetzt mit einem Schlitzschraubendreher oben die Schraube rausdrehen. Jetzt mit der Hand weiter drehen, den Bremshebel festhalten, der kommt mir jetzt entgegen, hier haben wir ihn schon. Den kann man nun beiseite legen, hier ist der neue, wie auf der anderen Seite, auch aus China, verstellbar Aluminium. Hier einsetzen, mit Gefühl. Kann sein, dass man hier ein bisschen mehr probieren und spielen muss, bis man das Ganze festkriegt. Dass der Hebel auch richtig da drin sitzt, wo er hingehört. So, jetzt ist es eingerastet. Der Bolzen ist reingefallen. Jetzt nehme ich wieder meinen Schraubendreher. Drehe den Bolzen wieder rein. Kann nur leicht nochmal gucken. Okay, die Bremse klackt. Dementsprechend habe ich hier auch Widerstand. Verstellen geht das Ganze auch. Jetzt nehme ich meine Mutter wieder. Konter das Ganze von unten. Und dann haben wir auch schon den Bremshebel gewechselt. Damit das Ganze nicht so arisch lose ist, wird das auch nochmal mit der Ratsche ein bisschen nachgezogen. So, und schon haben wir ein schöneres Finish an Kupplungs- und Bremshebeln.